Weiter. Das nenne ich doch mal ein Wort. Okay. Na, kommen noch Gegner? Kann ich noch ein bisschen die Form ausnutzen? Nein, wie langweilig. Schade. Schaudi, schaudi, schaudi. Okay. So, gehen wir mal ins Kaminzimmer, gehen wir mal safen. Ja, ich hätte es auch so machen können. Wenn man in der Drive-Form ist, egal in welcher Form, und man geht auf den Speicherpunkt und beamt sich zur Weltkarte zurück. Während man in der Form ist, dann füllt sich die Leiste, sobald man sich wieder in die Welt zurückbeamt, also egal wohin, ist die Leiste wieder voll. Das ist zum Beispiel nützlich, wenn man nicht ellenlang warten möchte, bis die Leiste voll ist, sondern trainieren möchte, dann sollte man das machen. So, alle Formeln abgegeben. Was kann ich tun? Die Infantinwache. Dafür brauche ich aber Duktilmaterialien. Die gibt ein Zwielicht. Die gibt es erst später. Die gibt es erst später. Kann ich was Neues kaufen? Ach nein. Wie komme ich darauf? Wow, 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 Sound lag. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Ein paar Gegner kloppen. Stimmt, jetzt muss ich nämlich gegen Xaldin kämpfen. Ich persönlich fand den Kampf immer sehr schwer. Mein Gott. Mein, ich hasse diese Viecher. Sag mal, gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, diese Kacke abzuwehren, ey? Mein Gott. Jetzt bist du dran, du... Nochmal so einer. Was zur Hölle? Ich hasse dich, du Bastard. Bam. Ich denke, dass ich ein bisschen leveln werde. Bevor ich mich zu Xaldin begebe. Das hätte ich nämlich eigentlich offscreen machen können. Hallo. Bam. Yay. Mein Gott. Piss dich, du fettes Stück. Mega Potion. Ja, ist doch mal was Nettes. Okay, oh mein Gott, so viel zu dem. Ich weiß nicht, soll ich ein bisschen leveln? Das wäre eigentlich ganz angebracht. Bin jetzt Level 44, ja, nächstes Level 20.000, oder? Da kann ich schon lange leveln. Oh. Bam. Na, der ist nochmal richtig einfach im Gegensatz dazu. Zu den anderen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Ansonsten sollte ich jetzt mit dem Video weitermachen. Und ich kann schon mal so viel sagen, dass mich der Kampf gegen Xaldin ziemlich ansackt. Deswegen wäre meine Überlegung, ob ich nicht ein bisschen leveln sollte. Aber dann müsste ich jetzt schon Cut machen, oder? Weil ich möchte in dem Video noch was erreichen. Das war jedenfalls meine Absicht. Das war jedenfalls meine Absicht. Ach, gehen wir raus. Mein Leveln kann man immer wieder. Emobel. Die ist jetzt traurig. Wow. Also auch wenn Xaldin eigentlich ein Feigling ist und eine Frau als Geisel nimmt, ich finde den Typen irgendwie cool. Du verschwindest sofort aus meinem Schloss. Mit Vergnügen, aber ich reise bevorzugt mit wenig Gepäck. Was soll ich wohl zurücklassen? Belle oder die Rose?
Das finde ich so geil, dem seine Waffen, die sind richtig Hammer. Okay, wie gesagt, ich fand diesen Kampf früher immer schwer. Allerdings, mit Situationskommandos ist das überhaupt kein Thema, der Kampf. Wenn ich es denn schaffe, seine Situationskommandos auszulösen. Ach, jetzt habe ich das Biest auf einmal. Ach, danke. Ach, der mit seinem scheiß Wind. Eigentlich voll der Feigling. Aber was soll man machen? Nein, nicht die Antiform! Oh nein, das ist mein Todesurteil! Ja, weg da! Mein Gott. Ja, ich weiß, was jetzt kommt. Ich stelle mich mal ganz an den Rand. Dann kriege ich nur ein bisschen Schaden. Hallo? Wieso habe ich jetzt so viel Schaden bekommen? Das ist so das Nervige an diesem Kampf. Ich gebe nicht... Ach so. Das habe ich auch noch nie so richtig verstanden, was Mickey eigentlich hier zu tun hat. Ich habe das nie so richtig verstanden. Ich weiß, dass er mich kurz wiederbelebt wieder. Na, jetzt macht er das schon wieder. Okay, das war doch schon mal was. Jetzt komm her, du Bastard. Wie war das mit diesem scheiß Sprung? Bosskampf, den habe ich nie gecheckt. Nein! Wie gesagt, den Bosskampf habe ich noch nie so richtig gecheckt. Aber gut, kloppen wir einfach drauf. Okay. Bam. Perfekt. Doch noch geschafft. Auch wenn ich einmal auf Mickeys Hilfe setzen musste. Aber das ist überhaupt kein Thema. Hauptsache, der Penner ist down. So geht der nächste der Organisation 13 von dannen. Geheimer Anzeigenbericht 4 erhalten. Naja, habe ich mir zwar noch nicht durchgelesen, aber okay. Okay. Ja, ich würde sagen, nach diesem epischen Kampf werde ich einen Cut einlegen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.